sehr eindrucksvoll, also wie viele Kinder jeden Tag und so weiter. Aber dieser sehr, sehr biografische also Zugang, glaube ich, war ganz besonders. Guck mal, ob Sie mich hören, ob es doch besser mit Mikro ist. Ich frage einfach, vielleicht bevor wir über den Film ein bisschen waren, ich frage das, was ich vorher gesagt habe. Wie sind Sie dann überhaupt zum Thema so intensiv zu Frauen gekommen? Also drei Filme jetzt zu Frauen, das ist sehr, glaube ich, Ja. Zuerst guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin sehr glücklich, dass ich das mein Film hier ganz kurz das erste Mal zeige. Und ja, das ist eine lange Geschichte. Als ich ein Kind war, war ich immer, ich begleite immer meine Großmutter, meine Oma, meine Tante. Und begleite, das heißt, wir gehen im Garten zum Beispiel, in diesem Park, wo Nadja Prostituierte jetzt. Ja. Und ich war immer da, das war ein Park, das war ein Garten. Jetzt ist anders geworden, leider. Und ich höre ein bisschen, was die Frauen sagen zu, das heißt, ich höre zu, was passiert, was sie sagen, was sie erzählen. Und immer, ich finde, dass die Wahrheit am Rand der Gesellschaft liegt. Und das ist sehr interessant. Und immer, ich finde das Thema Frauen sehr interessant. Als Kind war immer, immer, und ich war auch in Hammam, auch weiß, wie die Kinder auch mit der Mama, auch in Hammam bis bestimmte Zeit. Das ist verboten danach, das ist normal, ich kann nicht, wie die Frauen auch in Hammam Bad, traditionelle Bad gehen. Und danach, ich bin, ja, ich habe Philosophie, Soziologie studiert an der Uni. Und ich habe auch mit diesem Thema Frauen beschäftigt, das heißt bei Forschung und Studium. Ich habe meine Diplomarbeit auch als Thema Frauen gemacht hat, das heißt das Thema Sexualität und Frauen in Marokko 1997. Und danach, das geht auch. Ich war in Kanada 5 Jahre, ich bin in Kanada auch 5 Jahre gewesen. Und danach ja Deutschland, Russland, viele Fragen und immer mit diesem. So glaube ich, das Thema Frauen für mich sehr wichtig ist, ein Schlüssel, um etwas zu verstehen. Was passiert in allen Gesellschaften, das heißt in Deutschland oder in Marokko, für mich ist krass, ich bin in Deutschland auch. Ich bin seit 8 Jahren und ich finde das Thema sehr interessant, aber leider ist es immer am Rand der Gesellschaft, das Thema Frauen. Aber das geht in Marokko anders wie in Deutschland. Das ist klar, ledige Mutter vor 30 Jahren, 35 Jahren in Deutschland. Also auch ledige Mutter sind allgemein sind diskriminiert. In Deutschland bis jetzt, in Frankreich ein bisschen auch, in Spanien auch. Aber jetzt in Deutschland nicht mehr wie vorher. Aber in Marokko ja, diskriminiert, weil das Thema Sexualität ist nicht Zentralthema in Deutschland, in Marokko. Das heißt, für mich Sexualität ist sehr wichtig als Thema zu diskutieren und um etwas zu verstehen. Aber ich sage, für Frauenthemen ist für mich etwas, ich kann sagen, existenzielle Sache. Vielleicht bleibe ich ein bisschen dabei bei diesem Thema Frau und Sexualität. Also das, also über hier den Zugang in den Film. Also es kam gar nicht so sehr, dass das die Religion im Vordergrund steht, sondern tatsächlich eher also die Gewohnheit, also eben das über vielen, also die vielen Generationen, dass eben also diese also ganz allgemeine Haltung, also so, es ist natürlich Religion, ich weiß, aber in Ihrem Film steht das nicht so im Vordergrund. Also hat sich das, oder meinen Sie, dass das die Diskussion zumindest darüber sich etwas verändert, also entweder bei den Intellektuellen, ich weiß auch, dass es sehr viele Soziologinnen gibt, gerade in Marokko, die viel zu diesem Thema auch sich geäußert haben. Ist das was, was ganz allmählich in der Diskussion bei den Intellektuellen sich anders darstellt, oder ist es weiterhin ein Thema, was tabuisiert wird? Ja, in diesem Film, ja, Mahbusa Diyami ist eine Soziologe, glaube ich, die Einzige, der
etwas für als Forscher oder als Intellektuelle für Sexualität macht. Er hat schon weit über 20, 25 Jahre mit diesem Thema beschäftigt immer. Er hat schon viele Bücher gemacht oder geschrieben. Ist mein Ex-Professor auch an der Uni, Psychologie fest. Und ich kenne Alexander Diemi sehr gut. Und, aber außer als Alexander Diemi gibt es nur für Fatima Manissi, ja, schreibt über das Thema. Aber das ist intellektuelle Rede, ja, ist klar. Die Gesellschaft, die Masse sind anders, das ist klar. Das ist, man sagt Religion, schwierig zu sagen, das ist eine problematische Frage, weil Religion und Religion, es gibt Interpretationen. Und Religion, es gibt, was die Leute denken oder was die Islamisten wie Zemzami oder anders denken auch. Und was, die, so, das ist mein Film, das war eine, ja, das war schwierig, so einen Film zu machen, so das Thema. Aber ich will etwas zeigen. Vielleicht hätte ich dazu gebraucht, weil ich da einfach dazwischen gehen kann. Ja, ja. Also das sind sicherlich sehr, sehr viele Stunden gewesen. Oh. Es dauert. Wie lange haben Sie damit gearbeitet? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Ja, zwei Jahre. Das war zwei Jahre und gedreht, das war ein Monat, aber intensiv. Das heißt, jeden Tag gibt es Arbeit. Und ich habe viele Probleme auch gehabt. Ich sage mit der Gesellschaft, ja, mit der Gesellschaft in Marokko, das war nicht einfach. Vater von Nadia hat auch, ich habe schon zum Beispiel, das war so nämlich viele Witze zu erzählen, habe ich einen Termin mit dem Vater von Nadia gemacht und er war nicht da. Und ich will auch eine Debatte machen oder einen Dialog zwischen Nadia und ihrem Vater, aber das geht nicht. Und das ist ein von den Problemen, weil ich bin auf dem Dreh und ich muss etwas machen. Aber für die zweite Dialog, das heißt zweite Kontrast zwischen Nizha und ihrer Vater, war anders. Ich war da, das war in der Umgebung von Fes und habe ich keine, damals auch Drehgenehmigung für Fes. Ich habe nur andere Städte, das war eine sehr, sehr gefährliche Situation. Und ich habe schon die Entscheidung gemacht, ich muss gehen. Und ich war da so, Abend, und wir haben schon alles gedreht. Und das war sehr, sehr schön, eine Debatte oder eine Diskussion zwischen Nizha und ihrer Vater. Und gibt es auch auf dem Dreh ein paar Emotionen in der Sache, weil wir machen immer wiederholen. Das heißt, wir drehen, wir machen einen Shot und das. Wir drehen einmal, zwei, drei, vier, fünf und das war sehr emotional. Nizha war sehr emotional. Also ich kann nicht, manchmal, ich kann nicht auch drehen, immer das zu machen, immer Pause und das war schwierig. Ich bin auch, ja, Mohamed Nabil, der Regisseur, ich weiß, aber ich bin auch Mensch. Ich kann nicht auch immer gucken, die Situation so. Ich habe auch Pause gemacht. Ich kann nicht auch, ich könnte nicht immer drehen, weil, ja, das war viele, viele, viele Probleme und viele, viele emotionale Situationen. Ich kann nicht übertragen, ertragen. Ich kann nicht. Das war schwierig für mich. Vielleicht bevor wir dann Sie auch mit einbinden, eine letzte Frage. Und zwar vielleicht auch ein kleines Anekdötchen. Ich war auch jetzt in Marokko vor einem Jahr, auch bei einem Treffen von einem marokkanischen Netzwerk. Also war ich eingeladen. Und das war natürlich ganz sehr unterschiedliche Personen. Das war in Marrakesch, haben wir uns getroffen. Und das war eine interessante Begegnung, weil so, es war von dem, ich sage keinen Namen, es war einer von den Personen da, ein Geschäftsmann, der sehr aktiv ist auf dem Netzwerk. Und zwar seine zwei Kinder, seine zwei Töchter waren da. Die ältere, die auch in den USA auch studieren wollte und so weiter. Und als irgendwann mal im Gespräch, dann kam über Vorstellungen auch von Mann und Frau, Rechte der Frau, also und auch wie das in Zukunft aussehen sollte. Dann hat sie eine Bemerkung gemacht, was mich durchaus also überrascht hatte, weil sie, also wie gesagt, sie waren sehr moderne junge Frauen. Und sie sagte, ja, wenn es um einen Partner geht, dann wird ihre Mutter den Partner für sie aussuchen. Und dass sie gefragt würde, ja, wieso denn das? Ja, weil meine Mutter mich am besten kennt und weiß am ehesten, wer es mir passt. Ich erzähle diese Anekdötchen, weil es sicherlich überhaupt nicht repräsentativ ist,
aber überraschend. Also dass man sieht dann, also auch die Veränderungen, also auch von verschiedenen Schichten, also auch das waren relativ wohlhabende und junge Frauen, die eben in die USA gehen würden zum Studieren. Und trotzdem war diese Vorstellung, also dass am Westen also eben keine Sexualität vor der Ehe und das eben arrangiert wird, also wer am besten zu wem passt. Ist das was Ungewöhnliches? Habe ich einfach so eine ungewöhnliche Geschichte erzählt? Oder findet man das jetzt noch sehr verbreitet? Ja, glaube ich, auf dem Land gibt es das Phänomen normalerweise. Ja. Das war neulich aus Casablanca. Ja, ich weiß, das ist Ausnahme in der Städte, allgemein in Marokko, aber auf dem Land gibt es das Phänomen. Aber in der Städte, glaube ich, das ist eine Ausnahme jetzt, weil Marokko Geburtenrat, Zahlen und alles sind anders geworden. Und Marokko ist anders auch geworden. Ja, ja, ich bin ja im Ausland 14 Jahre, jetzt 14 Jahre. Im Ausland für mich auch ist anders. Marokko ist anders geworden, schlecht oder besser, ich kann nicht sagen. Es gibt viele, viele, viele Zeichen. Laut der letzten Berichte von UNESCO, vor einer Woche, da sind ja Tage, das war eine Katastrophe. Marokko ist immer runter in Bildung und das ist auch ein Thema in meinem Film, ja. Weil Bildung ist ein Schlüssel auch, etwas zu entwickeln. Aber glaube ich, das ist sehr, sehr schlecht jetzt die Lage. Es gibt eine Debatte in Marokko über das Thema. Und ledige Mutter, glaube ich, als Regisseur habe ich vielleicht nichts zu machen, weil die Lage für die Bildung ist immer besser in Marokko, glaube ich, ledige Mutter ist nicht weit von das Thema. Das heißt, Bildung, Kultur und eine ledige Mutter ist ein Produkt der Gesellschaft und ein Produkt, was passiert in der Lage. Das heißt, wir müssen auch denken, wir können nicht auch diskutieren, das Thema diskutieren, der ledige Mutter ohne ja, Sexualität, Bildung und Kultur vor dem anderen, das heißt Wirtschaft und anderes. Aber glaube ich, Bildung ist sehr wichtig. Marokko jetzt in einer Situation, es gibt eine Debatte, ja, sie war Bildung, eine andere Sache, aber glaube ich, ja, als Regisseur, meine Aufgabe ist, die Fragen zu stellen, für die Publikum allgemein, aber als Soziologe oder Aktivist wird das anders, oder als Politiker, oder ich bin Regisseur, ich zeige die Fragen, ich habe schon einen Film auch gedreht, mein neuer Film ist Postproduktion jetzt über Frauengefängnis. Und das ist eine andere Lage. Schlechter, trauriger, aber das ist die Lage in Marokko. Überall in arabischen Ländern ist auch die gleiche Lage, Situation der Frauen im Gefängnis. Und ich stelle die Fragen und das ist meine Aufgabe. Aber gibt es auch, das ist wichtiger für mich, inhaltlich erstens, aber Nummer zwei, Nummer drei, Kunst und ästhetisch. Weil mein Film zeigt auch etwas Kunst, mein Point of View, meine Meinung und meine ästhetische Vision. Wie kann ich einen Dokufilm machen? Und ja, als Regisseur, als auch ein Journalist, weil ich habe schon viele Jahre im Fernsehen gearbeitet. Und deswegen für mich immer, das ist wie eine solche vielleicht Revolution, einen Film zu machen mit dieser ästhetischen Dimension und künstlichen Dimension. Das Kunst, ästhetisch und inhaltlich, für mich sehr wichtig. Nun, das Thema immer ledige Mutter, ja, fantastisch und ledige Mutter, sie. Aber ledige Mutter oder die Frau allgemein, ja, ein Thema. Aber für mich auch wichtiger, jetzt Nummer zwei, Nummer drei. Das ist immer so. Also ich denke, erstmal können wir klatschen, glaube ich, sind wirklich eine sehr, sehr gute Sie bitten Fragen oder Kommentare zum Film. Darf ich im Publikum schauen? Keine Fragen? Kommentare? Doch. Ich bringe Ihnen ein Mikro. Brauche nicht, ich kann ganz laut reden. Okay. Ich habe einfach eine inhaltliche Frage. Ich weiß nicht, was INSAS ist. Was für eine Organisation ist das? Ja, wir haben ein paar Organisationen für die ledige Mutter helfen. Zum Beispiel Solidarität Feminin mit Aisha Shinna sehr bekannt und INSAF auch in Casablanca. Und INSAF hat auch mit dieser Organisation auch immer eine Forschung gemacht. Das war ein erster
das erste Bild oder Statistik, das hat Insaf auch gemacht. Aber Nisha war bei dieser Organisation und sie hat schon viele schlechte Sachen gelebt. Ja. Vielleicht frage ich doch noch. Also, ja, ich finde die Bedeutung des Wortes vielleicht sehr wichtig, wenn Sie dazu sagen. Was bedeutet das Wort? Was bedeutet Insaf? Oder Insaf ist Organisation und heißt Insaf. Aber das Wort in Arabisch, was bedeutet das? Weil das ist auch wichtig. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, das ist ja. Aufzubauen. Ja. Das ist wahrscheinlich. Der aber die Lage war nicht gerecht. Ja, das ist eine andere Sache. Dankeschön. Okay, Dankeschön. Noch Fragen? Ja, bitteschön. Wie haben Sie die Frauen denn kennengelernt und dass Sie auch bereit waren, bei dem Film mitzumachen? Das ist ja auch sicherlich nicht eine einfache Situation. Ja, gute Frage. Ich habe so vor fünf Jahren habe ich als Journalist eine Recherche gemacht. Ich habe viele Artikel über das Thema auch geschrieben. Und danach habe ich ja, wie ein Treatment für ein, als Journalist jetzt, Treatment für einen Dokufilm. Ich habe ein Casting gemacht in zwei Städten, in Casablanca und in Sidi-Kassem. Und ich bin in Sidi-Kassem geboren, so ich kenne die Stadt sehr gut. Ich habe die Casting gemacht, das war auch, wir haben viele ledige Mutter und das war die beste für mich. Und, Nadja spielt sehr gut. Gute Level. Haben die Niveau, Frauen auch was zu. Sprache und Hintergrund, deswegen, das war die beste. Und in Casablanca Lisa. Und ich habe auch einen Kontrast gemacht. Das heißt, mit zwei. Lisa ist die Frau, die sehr schwach ist und 21, sie ist 21 und jung. Und Nadja 27, aber sie hat eine große Erfahrung mit der Gesellschaft, das heißt mit Männern. Spielt eine Rolle in meinem Film. Haben die Frauen was zu befürchten, jetzt, wenn also das auch gesehen wird? Was meinen Sie? Also, dass einfach, wenn der Film jetzt also mit diesen Personen gesehen wird, haben Sie dann mit Problemen zu rechnen, zurück zu Hause, wenn das bekannt wird? Probleme, also, ja. Eine globalisierte Welt, dann sieht man das. Probleme gibt es, Probleme. Ja, es gibt ein Problem und es gibt ein Problem. Das heißt, als Regisseur, als Produzent habe ich einen Film gemacht, normalerweise für Nadja und Nisha, wir haben schon klar gesagt, wir wollen mit dir arbeiten, zusammenarbeiten, aber du musst nicht den Film in Marokko zeigen. Ja. Aber, das ist auch, man sagt, Quatsch, Frage. Ja, das Internet gibt es viele, genau. Zum Beispiel mein Film war in BBC World, habe ich Sender gezeigt und wir haben schon auch 20 Minuten geklaut im Internet und gibt es auch im Internet. Google macht so mit einem auf Arabisch, deswegen aber ich sage ja, so ich habe nicht in Marokko gezeigt, das im Fernsehen, aber ich habe in BBC World, ich kann auch zeigen viele Sender und das ist ein Problem, so was kann ich sagen. Nadja jetzt ist eine andere Situation, sie ist nicht ein Prostituierte, sie ist keine Prostituierte mehr. Sie ist verheiratet jetzt und sie wohnt im Norden Marokko und das ist eine, ja ich weiß nicht, das ist eine gute Nachricht oder schlechte, ich weiß nicht, weil die Lage ist kein Nisha, weil ich habe den Kontakt immer mit Nadja und Nisha. Nisha ist immer in Casablanca. Aber Nadja ist in einer Situation vielleicht schlecht. In einer schlechten Situation, vielleicht, ja? Vielleicht, ja. Ich interpretiere, weil sie ist mit einer Person gebetet. Und so. Ja. Besser verstehen. Ja, genau. Ja, weitere Fragen? Ja, bitteschön. Sie haben zwei Frauen, die arm sind. Ich muss Ihnen noch vielleicht vorgehen, ja, ich kann lauter reden. Ja. Sie haben zwei Frauen, die aus einem armen Verhältnis stammen, gezeigt in Ihrem Film. Wie sehen die anderen Frauen aus anderen gesellschaftlichen Verhältnissen aus? Also haben die gleichen Probleme wie diese zwei ärmlichen Frauen? Sind die gleichen Probleme? Fast.
Ich kann sagen, dass Nisa und Nelly sind repräsentativ in der Gesellschaft. Das heißt, für ledige Mutter in Marokko. Ja. Meistens, ein Teil für ledige Mutter in Marokko, ein Teil, sind Prostituierte geworden. Ein Teil, ist klar. Soziologe hat schon erklärt, klar, sie sind raus, Familie, Gesellschaft, der Staat und das ist logisch, überall in der Welt, in Deutschland auch. Kein Hartz IV, kein Staat, keine Unterstützung, die Frauen sind nicht auf der Straße, ist klar. Und ein Teil, sie arbeiten so und so, das ist, sage wie Firma in Casablanca, und, aber allgemein, sie sind arm, unter der Armut. Sie kriegt 180 Euro pro Monat in Casablanca. In Casablanca sehr, sehr teuer. 180 Euro, das heißt die Hölle. Also ein anderer Punkt, was auch sehr klar rauskam, ist ein Problem. Und wenn ich einfach ins Publikum schaue, ich denke, es sind einige, die auch aus einer Generation kommt, wo wir noch wissen, also in Kleinstädten oder auf dem Land, dass also unehelich ein Kind zu bekommen, war die große Schande. Und es ist durchaus also Familien auch bei uns gab, die nicht unterstützt haben, die nicht, sondern die wirklich froh waren, wenn die junge Frau einfach verschwunden ist, also wenn sie woanders war. Also ganz sicher, ich komme aus Schottland und in der kleinen Stadt dort. Also ich glaube, es gab viele, viele, viele Eltern, die ganz, ganz froh waren, wenn ihre Tochter dann einmal verlobt war oder irgendwas, damit diese große Schande eben nicht geschieht. Also will ich nur sagen, das ist sicherlich alles nicht so lange her, dass wir das auch wirklich so kannten, anders kannten, aber doch kannten, die große Schande. Wie ist das im Hinblick auf jetzt, zurück zu dieser Frage, dass die ganze Familie sich tatsächlich dadurch in ihre Ehre verletzt fühlt. Wird sich das ändern? Sie haben schon gesagt, es ist schon. Marokko hat sich sehr verändert, auch in den 14 Jahren, wo Sie weg waren. Aber das sind lange Prozesse. Ist das aber trotzdem ein Prozess, was sich jetzt ändert? Ja, in Marokko jetzt, was ist anders? Jetzt mehr liberale Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, Sexualität, das haben wir mir Soziologen schon erklärt, ich würde dafür sagen, die gleiche. Viele vor der Ära gibt es Kontakte mit der Sexualität, ist normal, ist ein Thema, aber mehr jetzt Sexualität, Beziehung zwischen Männern und Frauen, gibt es Internet jetzt, gibt es Forums, gibt es diese sexuelle Revolution war in Europa jetzt, in Marokko auch. Ich sage nicht schlecht oder gut, jetzt ich sage, was passiert, als ich beobachte, was passiert in Marokko. So. Und, aber Schande gibt es auch, diese Schande, das ist immer so. Diskriminiert, ja, das ist immer, weil das Konzept ist anders. In Deutschland zum Beispiel, in Beziehung mit Partnerin, Partner, wir können immer, Sexualität in Deutschland ist anders wie in Marokko, weil das Konzept, der Konzept ist anders, ist klar. Und deswegen, aber Marokko jetzt gibt eine Bewegung. Ich sage, in welcher Richtung, gut oder schlecht, ist eine andere Frage. Aber ich sage, es gibt eine Bewegung und ich bin realistisch. Ich bin kein pessimistischer Mensch, aber was passiert in Marokko jetzt in dieser Bildung jetzt, ich sage, das ist ein schwarzer Punkt. Und bis jetzt gibt es keine Lösung für ledige Mutter. 100 pro gibt es keine Lösung, weil ledige Mutter gleich Sexualität und Sexualität gleich Religion und Tradition und alles. Deswegen sage ich, Zentralthema in meinem Film, das war auch indirekt, Sexualität in Marokko. Was bedeutet, wir müssen eine Debatte, Public Discussion, das ist Public ja, das in öffentlich Diskussion und sagen, was wollen wir in Marokko als Projekt, weil Sexualität ist sehr wichtig. Und jetzt, ich habe schon mit einer Freundin auch gesprochen heute über Sexualität, über AIDS, über Marokko, das ist auch ein Thema.
Ja, ich wollte zurück auf die Frage von dem Herrn vor mir. Bisschen lauter? Ja, ich kann auch ein bisschen lauter. Ja. Weil die Frage war sehr wichtig und ich denke, dass es schon einen kleinen Unterschied gibt, welche Schicht die Frauen angehören und auch welche Bildungsniveau sie haben. Ich glaube, eine Frau in Marokko, auch in Marokko, die also die wird die Schande haben, egal welche Schicht hat, sie hat aus kulturellem und religiösem Hintergrund, aber eine Frau, die einen Job hat, kommt nicht in diese Lage, wo die Nadja gekommen ist, dass sie sich in der Prostitution geben muss. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Und da komme ich zurück, also da komme ich zu meinem eigentlichen Punkt. Und zwar, in Ihrem Film wurde in der letzten, fast in der letzten Szene ein Punkt angesprochen, der für mich als Marokkanerin auch sehr wichtig zu erwähnen ist, und zwar Bildung. Der Soziologe, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber der Soziologe sprach von sexueller Bildung. Aber ich glaube, die sexuelle Bildung ist in Marokko gar nicht wichtig erstmal, weil wir brauchen die Basisbildung und die fehlt. Weil da muss man auch erwähnen, dass 45% von der Gesellschaft in Marokko sind Analphabeten und dann drunter sind die meisten Frauen. Das muss man auch nicht also außer Acht lassen. Das ist sehr wichtig, weil Bildung macht auch der Prozess, den Sie angesprochen haben. Und ohne diese Bildung dauert dieses Prozess einfach länger und wird vielleicht einige Jahre kosten. Und jetzt komme ich zu meiner Frage. Warum war Bildung doch sehr spät in Ihrem Film als Punkt oder als Faktor zu sehen? Erst, wo die Nesha gesagt hat, würde ich lesen können oder so, hätte sie zumindest die Möglichkeit, dass sie ihre Lage, die jetzige Lage, selber lösen könnte. Meine zweite Frage, Sie haben die Moschee in Casablanca, die Hassan-Moschee, zweimal gezeigt. Mitten im Film haben Sie gezeigt, ohne... Also ich meine, dass es, Sie haben es nur gezeigt und dann schnell die Kamera woanders geht. Und in den letzten Szenen haben Sie wieder das gezeigt, wie die Leute einfach da vor der Moschee saßen. Meine Frage, warum haben Sie das so gemacht? Warum war diese Moschee mitten im Film zu sehen? Und was war der Grund, warum Sie diese Leute vor der Moschee gezeigt haben? Hat das einen religiösen Hintergrund? Oder einen ästhetischen, obwohl ich die Moschee nicht schön finde, aber das ist mir nebensächlich. Das würde mich interessieren, warum Sie so viele, ich glaube, das waren, ich weiß es nicht, ich habe nicht gestoppt, aber das waren so gefühlsmäßig 2 Minuten. Ja. Oh. Für die erste Frage, so, ich erzähle etwas in meinem Film und das ist ohne Absicht, das heißt mit Bildung ist ein Handel oder nicht wie. Ich erzähle jetzt was, aber Zentralthema für mich, das war ledige Mutter mit Sexualität. Ich habe schon gemacht, was laut mein, ich habe schon erklärt, Sexualität ist ein Hauptthema, aber nicht direkt in meinem Film direkt. Das heißt, es gibt auch Bilder, die etwas sagen. Für die Frauen, die Job haben zum Beispiel, eine Geschichte, ich weiß nicht, in Rabat, ich kenne viele, die ledige Mutter sind, Ärztin und so weiter, Freunde von mir, kein Problem. Aber sie sind keine ledige Mutter, weil sie sind nicht erkannt worden, normal, sie hat ein Kind oder zwei, kein Problem. Aber was ich jetzt zeige, das ist 98%, glaube ich, die Marokkaner, die ledige Mutter sind. Das wirkt für mich, sage, fast repräsentativ, fast bei lediger Mutter allgemein. Für Moschee, ja, Religion spielt eine Rolle. Das Thema ist nicht so einfach. Ich sage, das ist sehr schwierig. Und sage Religion, das heißt die Interpretation. Interpretation für die Leute. Aber Moschee Hassanö, das war wie Mekka für Muslime, für mich Hassanö für Nizha. Also Nizha macht viele Rituale in dieser Moschee, weil Nizha war da. Und sie singt auch Stati, eine berühmte Sänger in Marokko. Und sie sagt auch Poesie danach. Deswegen gibt es immer diese Beziehung zwischen Moschee, Poesie, Nizhar und Nizhar arbeitet in Casablanca. Und das ist wie eine Brücke für mich, Moschee, sehr wichtig in diesem Fall, für Nizhar. Für Zimzami ist in Casablanca. Und Zimzami auch für mich. Bekannt auch in Marokko, ein bisschen mediatisé, media, und das ist, aber Zimzami auch, ich kann zeigen Zimzami als
Man spricht über Religion, ja, ich weiß, Interpretation und gibt es andere. Aber Zimzami, auch Hassan II, Moschee, zeigt etwas für Zimzami. Gibt etwas, gibt eine Beziehung zwischen. Zimzami, das ist eine islamische Abgeordnete, Ex-Abgeordnete. Und sehr bekannt in Marokko, jetzt bekannt geworden, ich weiß nicht, aber Religion ist zentral in meinem Film und Moschee ist, zeigt etwas für mich, aber für diese Narration im Film gibt es immer viele Themen und ich habe schon erklärt, dass meine Aufgabe ist, etwas zu stellen, das heißt eine Frage zu stellen. Eine Frage zu stellen für einer, der, wie ich, der Philosophie studiert, ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen viele Fragen gibt es in meinem Film. Wir können, das ist für die Publikum, ist offen, für die Kritiker, für die Leute, die Soziologen oder anders. Sie können auch, es gibt viele Leute, die meinen Film interpretieren, so oder so, in diese Richtung oder diese Richtung. Aber für mich meine Aufgabe, ich bin fertig jetzt, mein Film ist 100% fertig jetzt, seit sage fast 2 Jahre und viele Leute jetzt sprechen über meinen Film und sagen viele Sachen, das kann sein, richtig oder nicht, aber für mich, meine Aufgabe ist zu Ende. Nee, ja. Es war nicht richtig, oder? Nee, diese Moschee, also gerade diese Moschee ist für viele Marokkaner gar nicht so die Moschee, die man zeigen will eigentlich. Also die Marokkaner, die ich kenne, es mag sein, dass andere da hinpilgern, aber es ist okay. Aber dass diese Moschee gerade gewählt wurde, ist für mich schon ein bisschen eine Frage, die noch nicht klar ist. Nein, nein, ich weiß, was Sie meinen, aber ich kann sagen, ich spiele mit dem Kontrast. Schwarz-Weiß. Viele Paradox in Marokko und in meinem Film viele Paradox. Es gibt Moschee und es gibt Moschee auch in Rabat, das andere, ich habe schon gezeigt. Ja, ja. Und es gibt auch Religion, es gibt auch Religion. Es gibt auch ledige Mutter, es gibt auch ledige Mutter. Es gibt auch ledige Mutter, ist nicht im Film. Diese 2%. Es gibt auch ledige Mutter im Film und es gibt hinter auch ihre ledige Mutter etwas. Deswegen ein so, ich kann sagen, ein Film wie ein Text. Ein Text ist offen und wir können interpretieren, was. Aber für mich als Regisseur oder als Produzent, ich habe einen Film so gemacht, ledige Mutter, aber es gibt ein Hauptthema, Sexualität, ein Soziologe sehr bekannt, ich schreibe über Sexualität, nur das Thema und deswegen Moschee ist, aber es gibt einen Kontrast, ich weiß, als Marokkaner, ich bin, wenn ich habe schon einen Film über deutsche Frauen, die zum Islam kommen, ja, ja. Ich bin kein Sophie, aber es war Sophismus in meinem Film. Ich bin, ja, viele Leute sagen, warum bin ich so pro Frauen? Das war eine Frage in Marokko und überall sagen, ich bin pro Frauen. Das heißt, pro ist etwas, ich bin nicht pro dagegen. Ich bin ein Regisseur, ich zeige, was passiert und ich stelle die Frage. Wir haben 2 Wortmeldungen noch. Ja, das eine Frage. Sie? Es ist aber nicht ein reines muslimisches Problem im Nahen Osten oder im Mittelmeerraum. Das ist ja eigentlich auch ein christliches Problem. Das, was Sie jetzt klar von Marokko, ich weiß nicht, wie klein ist die christliche Gemeinde in Marokko, ist anscheinend sehr klein, aber ich gehe davon aus, das ist die gleiche Probleme auch bei Christen in Marokko. Das heißt, auch wenn Frauen, christliche Frauen, Kinder bekommen, ohne verheiratet zu sein, ist ja auch eine Schande für die Familie. Und auch passiert das, was eigentlich muslimische Frauen passieren. Sie haben, klar, vielleicht, ich weiß nicht wie viele, 99% sind Moslem oder vielleicht 95% sind Moslem, aber in der ganzen Mittelmeerraum, also der östliche Mittelmeerraum, da gibt es in Ägypten mehr Christen, in Libanon gibt es mehr Christen, in Syrien gibt es mehr Christen. Und das ist genau das gleiche Thema. Also es ist kein reines muslimisches Problem. Aber in, Entschuldigung, ja, das ist ja auch eine problematische Frage. Ja, ja, ja. In Deutschland gibt es eine bestimmte Entwicklung. Ich sage bestimmte Entwicklung, das Kapitalismus macht viele Sachen jetzt. Und Religion, wie viele Leute sind Christen in Deutschland? Ich sage Christen, das heißt, sind so Christen, aber nur Kirche und ein Tag pro Jahr und das ist... wie viele Leute Muslime in Marokko, das ist auch, es gibt eine, ich kenne nicht, unvergleichbar.
Deutschland ist anders wie jetzt Religion sage, zum Beispiel Konstitution oder Gott bleibt immer da. Aber in der Gesellschaft, Religion spielt eine andere Rolle. Es ist nicht Haupt wie in Marokko. Marokko ist anders. Deswegen, es gibt eine Geschichte und es gibt eine Entwicklung, Prozess und wir können nicht vergleichen. Marokko ist anders, eine andere Situation, andere Gesellschaft, andere Mentalität und arabische Länder, so zu Deutschland. Aber Deutschland ist, ist anders, wir können nicht vergleichen zu Frankreich zum Beispiel. Schwierig, Religion in Frankreich nicht hier, in Deutschland, warum? Und das ist ein anderes Thema. Aber ich sage, es gibt nur immer mit dieser Frage Religion, für mich als Regisseur, ich habe schon über Liebe gesprochen. Ich habe schon einen Film über Frauen, die zum Islam konvertiert sind. Das war ein Thema über Liebe. Für mich mein Hauptthema, ja, Sexualität im Film, aber es gibt auch etwas versteckt. Aber Liebe, was denken Sie über Liebe? Nadia spricht über Liebe. Aber Ensa sagt, ich hasse Männer. Und für mich ist das sehr wichtig. Liebe ist ein Schlüssel. Vielleicht Schlüssel, was passiert in arabischen Ländern oder jetzt in Europa oder überall. Jetzt gibt es auch viele Probleme mit ISIS und alles. Aber allgemein, das fehlt etwas. Sehr, sehr, sehr wichtig ist Liebe. Und der Liebe ist nicht einfacher ein Wort und sage Liebe. Nee, das ist problematisch. Das heißt, das fehlt etwas. Liebe zwischen Leute, Menschlichkeit und so weiter. Und das ist das auch ein Faktor in meinem Film, weil Kapitalismus macht etwas. Gestern habe ich einen wunderbaren Film gesehen von Les Frères Dardenne, sehr bekannt in Belgien. Das war deux nuits, deux jours, une nuit, zwei Tage und eine Nacht. Das ist ein Film, der Kapitalismus kritisiert, aber mit einer Geschichte. Aber Dardenne macht immer Filme wie Dokufilm und Fiction, das Dokufilm und Fantasie und alles. Und das jetzt, wir sind in einer Lage, in Deutschland ist ein anderer Kontext und in Marokko, arabischen Ländern, ein anderer Kontext. Aber der Weg ist lange. Wir müssen vielleicht wieder zahlen, 1000, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber sehr schwierig. Ich bin realistisch, deswegen sage ich, die Situation ist sehr, sehr, sehr kritisch in Marokko, leider. Wir haben noch eine Wortmeldung, die letzte, und dann werden wir zum Schluss kommen. Ja, also meine Frage ist es, ich fand es, in dem Film wurde es erwähnt, dass die Frau jetzt darf, den Kind nach ihrem Namen zu benennen. Aber ich fand es trotzdem komisch und ich konnte es nicht verstehen, warum dann die Namen auf solchen Kärtchen anders als die anderen IDs sind. Also im Vergleich zu anderen arabischen Ländern fand ich das voll modern, dass die Frau jetzt ihren Kind nach ihrem Namen benennen darf. Aber warum gilt es dieses Unterschied? Also sie darf es schon nach ihrem Namen benennen, aber der Name steht auf extra auf solche Kärtchen, nicht wie die normalen IDs. Und meine zweite Frage wäre auch, warum solche Organisationen wie INSAF immer noch ihren Lizenz haben, wenn schon sich so viele beklagen, dass sie nicht gut behandelt werden und ja, dass sie doch nicht so dafür sorgen, dass es diesen Frauen gut geht. Ja. Oh. Für die erste Frage war kurz. Wir haben eine neue Mutterurne in Marokko. Familiencode, Familienrecht. Mhm, neu. Sehr modern. Wunderbar. Mhm. Neue Konstitution, Verfassung, das heißt auch neue. Ja, wunderbar. In Tunesien auch. Wunderbar auch. Ich sage wunderbar. Aber auf die Lage, dass auf der Realität genau. Ist anders. Sie hat recht. Nadia hat recht. Samad Diel, mein Soziologe, hat schon geklärt, er hat recht, einen Namen zu geben, zum Beispiel für das Kind. Aber sie könnte nicht, weil Gesetz ist anders, wie was passiert, die Realität. Das ist da auch ein Problem. Und die zweite Frage, das habe ich nicht
richtig verstanden. Warum solche Organisationen wie INSAF ihre License immer noch haben, ja, obwohl sich so manche Frauen beklagen einfach, dass sie schlecht behandelt werden oder dass die Organisation doch nicht so, ja, darum kümmert, wie es denen geht. Ja, normalerweise habe die Antwort ist anders, indirekt, aber anders. Ich habe die Kontakte mit 3 Organisationen gemacht, INSAF, Solidarité Feminine und SOS. INSAF, die Präsidentin, Ex-Präsidentin, hat einen Brief geschickt, mir geschickt, und klar, wir wollen nicht mit Ihnen arbeiten, weil Sie, eine ledige Mutter, die prostituiert ist, zeigen wollen. So, eine Organisation, die sagen, die ledige Mutter hilft, macht auch etwas anders. Eine solche Diskriminierung gegen auch ledige Mutter. Für mich Prostituierte oder nicht, mir egal. Ein Mensch, überall, für mich ist kein Problem. Deswegen, INSAF macht etwas, wenn es war bei INSAF. Und er hat viele auch schlechte Erfahrungen gehabt. Und das ist überall in den arabischen Ländern. Korruption und Zivilgesellschaft und das ist ein anderes Thema. Deswegen, ich antworte mit dieser Geschichte. Ich habe schon gesagt, in Marokko auch, dass eine solche Organisation wie INSAF, ich habe den Brief, aber die E-Mail, die Präsident oder Ex-Präsidentin sagt, wir wollen nicht mit dir oder mit ihnen arbeiten. Warum? Nadia ist ein Mensch, ledige Mutter, repräsentativ. Ich sage, ich bin in Sidi Kassim geboren und Sidi Kassim gehört zu einer Region, das heißt Al-Gharb. Auf Arabisch, das ist wie eine Region. Sidi Qassab, Sidi Sliman, Sidi Hiyab, Kinitra, Rabat. Und wir haben tausende Frauen, ledige Mutter in der Region. Und sie haben keine Unterstützung. Aber ein Teil, Großteil, sind Prostituierte. Normal. Überall. Sidi Sliman, Sidi Qassab, Sidi Hiyab. Viele Prostituierte, sie sind ledige Mutter. Zusammen mit dem Soziologen hat schon erklärt, ledige Mutter, aber sie sind Prostituierte geworden. Und deswegen sage ich, INSAF oder andere, sie haben solche Gedanken, oder ich weiß nicht, ich kann nicht erklären, aber das war, ich will mit der Organisation arbeiten. Aisha Shin ist eine Freundin von mir, auch die Kontakt gemacht und alles auch. Das war auch Probleme, weil ich kann nicht auch mit die ledigen Mutter, die schon in der Organisation sind. Das ist auch als Regisseur, ich kann nicht. Ich will mit die ledige Mutter arbeiten, aber die ohne Unterstützung. Sie haben keine Unterstützung. Und die meisten haben keine Unterstützung. Das heißt, keine Organisation, keine Hilfe. Und Marokko, wir haben über 34 Millionen Einwohner, jetzt über 30, habe ich schon gezeigt, aber jetzt über 30.000 ledige Mutter in Marokko. Über 60.000 Kinder. So viel. Und ich sage die meisten in Zentral, in Marokko, die Region Gharb und in Mitte. Meistens sind Prostituierte. Das ist normal. Und logisch. Was sie können nicht machen. Nadia hat schon in Botschaft gesagt, eine Botschaft klar. Sie sagt, ich möchte gerne eine von 3 Sachen. Ein Mann. Arbeitslos ist sehr hoch in Marokko. Zweite, ein Job oder Europa. 3. Das ist nur eine Hoffnung. Sie ist optimistisch. Jetzt ist eine Lage, wo kein. Sie hat einen Mann jetzt, der erste. Also, sie hat einen Mann gekriegt. Aber vielleicht eine schlechte Situation. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, es war wirklich sehr wichtig, dass wir auch das Gespräch gehabt haben. Danke ich auch bei Arthur Meyer und bei Inka Krötler, die da wartet, dass wir jetzt mal hier wieder mal frei machen. Und ich bedanke mich beim Publikum. Ich hoffe, wir sehen uns wieder im Anna-Lindt oder aber im Zack-Kontext. Auf jeden Fall hier im Grasrund gibt es viele Möglichkeiten. Und natürlich, Alfred, ich hoffe sehr, dass wir eine andere Gelegenheit haben, hier bei dir zu sein.
Und ich denke, wir haben gesehen, also es ist wichtig, dass wir diese Thematik und was Sie gesagt haben, ich glaube auch, dass was wir selbst als letztes Wort, was ich gern sagen möchte, ist einfach, dass wir gar nicht nachempfinden können, wie es heißt, in Ländern zu sein und im Gespräch mit Ländern zu sein, wo Religion, in welche Interpretation auch immer, einfach eine ganz andere Rolle im Leben, also wirklich spielt, als bei uns. Ich glaube, das können wir gar nicht mehr nachempfinden. Und das ist immer der erste Punkt, was wir in unseren Köpfen haben müssen, wenn wir Begegnungsräume haben wollen und miteinander reden wollen. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön auch. Dankeschön für die Ankündigung. Und sage nur, das war nur ein kleiner Witz als Marokkaner. Ich bin ursprünglich aus Marrakesch. Diese Stadt ist sehr bekannt für Witze. Und immer, wir lachen, trotz gibt es viele Probleme. Ich sage auch danke für die zwei Leute oder drei, sie haben schon gelacht im Film. Wenn Nadia spricht über die Augen, weil sie sagt, ah, Marokkaner sind da. Ja. Ich verstehe. Das wurde nicht übersetzt. Viel Erfolg, Katharina. Dankeschön. Keine, wenn übersetzen, nein.